Das könnte lustig werden. Ace möchte mit Emily auf freundschaftlicher Basis zum Abschlussball gehen. Ist der... Oh mein Gott, warum fragt er nicht Ilja? Hallihallo, meine lieben Sims-Freunde und herzlich willkommen zu Part 3 der Runaway Teen Challenge mit unserer Ilja. Wir sind genau da, wo wir im letzten Part aufgehört haben. Ilja und Ace sind gerade hier bei Emily angekommen. Okay, die drei stehen jetzt hier draußen und unterhalten sich anscheinend. Ace wird sich jetzt aber, würde ich sagen, mal verabschieden, denn Ilja ist super müde, sie ist richtig dreckig, hat Hunger und hat einfach gar keinen Spaß. Sie wird sich jetzt hier erstmal ein bisschen hinlegen. Emily wird gesagt haben: Okay, Ilja, komm, ruh dich aus, mach dir keine Gedanken. Leg dich hin, schlaf dich aus und danach schauen wir weiter. Aber Hauptsache, du schläfst jetzt erstmal. Denn es war ja auch ein sehr anstrengender Tag für sie in der letzten Folge. Ja, hat ihr Vater sie ja quasi entdeckt. Also er hat sie auf dem Gemeinschaftsgrundstück gefunden und dann ist er ja mit ihren Freunden weggelaufen. Woraufhin sie in, ja, Panik geraten ist, dass sie von ihrem Vater entdeckt wurde und jetzt von ihm wieder mitgenommen wird nach Hause, denn das ist wirklich das Letzte, was sie möchte. Und der gute Ian hatte dann die Idee, dass Ilja hier zu Emily geht oder zu Emily zieht, solange bis sich die ganze Sache wieder beruhigt hat. Und das haben die beiden auch getan. Ace hat sie dann hier hingebracht. Er wird sich dann jetzt noch ein bisschen mit Emily unterhalten, sich bei ihr bedanken. Ja, dafür, dass sie sie aufgenommen hat. Und was ich dann auch noch gemacht habe, dass ich die nämlich alle in eine Gang gepackt habe. Und der Versammlungsort ist die alte Lagerhalle, also da, wo die jetzt die ganze Zeit gelebt haben. Also das heißt auch nicht, dass die jetzt hier alle keinen Kontakt mehr haben und dass Ilja nie wieder dahin gehen wird. Wir werden... Die Teens spielen genauso eine Rolle wie vorher auch in Ilias Leben. Okay, sie mag anscheinend Videospiele. Und genau daran wird sich nichts ändern, nur dass eben Ilja jetzt hier an diesem anderen Ort ist, wo sie hoffentlich dann in Sicherheit ist. Was ich euch noch zeigen wollte, wir haben nämlich hier einmal das Grundstücksmerkmal Frischluft. Hundetreff und Katzentreff und Herausforderung haben wir eben rustikales Leben und abseits des Netzes, damit wir auch hier keine, ja, Vorteile haben. Das heißt, die werden nicht wirklich duschen können, also die können halt diese schnelle und lauwarme Dusche hier machen. Also das sind halt alles Objekte, die abseits des Netzes funktionsfähig sind. Sie wird das jetzt hier einmal aufräumen. Ich habe mir auf jeden Fall gedacht, oder überlegt, dass Ilja Emily auch eigentlich nicht so sehr auf der Tasche liegen möchte und dieser Wohnwagen ist ja auch super, super klein. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, Emily zeigt ihr jetzt so ein bisschen, wie man Geld verdient hier. Sie wird auch weiterhin diese Gelegenheitsjobs machen, um Geld zu verdienen, aber damit kommt sie ja nicht so schnell an Geld, wie zum Beispiel, wenn sie jetzt graben geht. Ilja wird dann jetzt so lange Geld sparen, bis sie sich eben ein Zelt leisten kann und wenn sie sich dieses Zelt dann leisten kann, dann wird sie quasi ausziehen hier und auf ein neues Grundstück gehen. Also wir werden ihr dann eins kaufen, was dann ihrs ist. Und da werden wir dann auch weiterhin die Runaway Teen Challenge mit ihr spielen. Also das ist dann ihr Grundstück und darauf kann sie dann alles bauen und so wie halt in der ursprünglichen Challenge auch. Ich weiß nur noch nicht, wo das geht. Also weil hier ist halt voll der schöne Platz, aber ich glaube, hier ist gar kein Grundstück. Und hier unten wäre noch eins, genau, aber das finde ich, das ist so einsehbar von der Straße aus und das gefällt mir irgendwie nicht. Deswegen müssen wir mal gucken, wo Ilja dann hinziehen kann. Oh, Ilja muss in einer Stunde zur Schule, aber sie werden natürlich nicht zur Schule gehen. Ilja ist aufgewacht, sie ist jetzt so einigermaßen ausgeschlafen. Sie geht jetzt mal schnell duschen. Und ich glaube, sie ist schon froh, jetzt hier einfach gerade ganz kurz so einen Ort zu haben, wo sie ja einfach kurz klarkommen kann, wo sie einfach gerade sicher ist. Und Emily wird die Gelegenheit jetzt nutzen und schläft hier ein bisschen. Und Ilja ist auch wütend, weil sie Stimmungsschwankungen hat. Okay, sie hat jetzt geduscht und nimmt sich dann jetzt auch noch hier schnell was zu essen. Und ich würde sagen, dann zeigt Emily ihr gleich mal, wie man hier so über die Runden kommt. Und dann können wir ja auch noch gucken,
Also ich denke, dass wir die ganze Folge brauchen werden, um Geld zu sammeln. Also, weil ich fände es halt schon cool, dass sie sagt, okay, ich will auf jeden Fall bei Emily in der Nähe bleiben, weil sie weiß, wie das hier funktioniert. Deswegen fände ich es halt eigentlich ganz cool, wenn sie wirklich hier unten hinzieht. Oder wir sagen einfach, okay, wir tun so, als würde Emily schon die ganze Zeit hier unten wohnen und tauschen die Grundstücke quasi, dass Emily hier unten hingeht und Ilja dann hier oben ihr Grundstück bekommt. Wäre mir sogar fast lieber, weil das Grundstück hier ist halt so schön abgelegen. Das ist halt nicht einsehbar. Und ich glaube, dass Ilja dann auch sagen würde, okay, ich möchte dieses Grundstück haben. Und dass sie dann mit ihrem Anhänger sagt, okay, komm, weißt du was, ich gehe dann einfach hier runter. Wenn hier so ein Anhänger steht, das wird schon niemanden stören. Kann ich mir auch vorstellen. Ilja wird jetzt erstmal einen Schneemann bauen, in der Hoffnung, dass sie dadurch bessere Laune bekommt. Oh, kann sie keinen Schneemann bauen? Schneemann bauen, los. Oh Gott, Ilja, ihr geht so schlecht, Leute. Vielleicht kann Emily ihr ja sogar helfen. Und mein Plan ist so ein bisschen, dass Ilja und Emily beste Freundinnen werden. Oh, sie hat einfach gefurzt. Genau, dass Emily ja so ihr Fels in der Brandung ist. Ach, guck mal, hier kommen schon Katzis. Süß. Und wo sind die Hundis? Okay, ich weiß nicht, bekommt... Doch, Ilja kriegt ein bisschen Spaß dadurch. Das ist doch nett. Oh mein Gott. Okay, der Schneemann sieht schon ein bisschen witzig aus. Sie, Ilja wird sich jetzt auf jeden Fall erstmal über ihre Probleme beschweren. Also sie wird einfach nochmal mit ihr drüber reden, was jetzt genau passiert ist. Sie so ein bisschen einweihen in alles, damit sie halt so einen Plan hat. Und, genau, dann wird sie sich einfach ein bisschen mit ihr unterhalten und dann sind sie einfach ein bisschen lustig miteinander, lustige Geschichte erzählen, damit Ilja hoffentlich ein bisschen Spaß bekommt. Oh, das ist das erste Hundilein. Oh, süß. Hier kommen noch mehr Hunde. Oh mein Gott, die sind ja süß. Und der ist ja toll. Eine Streunerin. Leute, wird das unser Hund? Die kommen einfach in unser Haus, die Tiere. Das ist ja geil. Okay, wir stellen uns jetzt mal hier dem Hund vor. Oh Gott, ich finde die Hunde halt einfach so schön, ne? Das sind so tolle Hunde. Achso, Ilja, hier, freundlich vorstellen, los. Oh. Hallo. Ich würde sagen, wir geben einfach mal kennenlernen. Okay, der Hund ist unabhängig und wie wäre es, wenn wir sie einfach mal loben? Also ich will auf jeden Fall mit Ilja, also unser Ziel ist ja auch, dass sie zwei Tiere hat. Ey, es kommt uns besuchen. Och nein, och, er ist so süß. Hey, das könnte lustig werden. Ace möchte mit Emily auf freundschaftlicher Basis zum Abschlussball gehen. Ist der... Oh mein Gott, warum fragt er nicht Ilja? Also Emily weiß es natürlich und sie wird sagen, auf gar keinen Fall. Frag deine Freundin? Oh mein Gott, warum fragt er nicht Ilja? Hat sie es mitbekommen? Ich glaube nicht, ne? Ace, ich bin so enttäuscht von dir. Oh mein Gott. Okay, Ilja geht's super schlecht. Wir werden einfach mal auf die Toilette gehen und ein Techtelmechtel mit Ace eine schnelle und lauwarme Dusche machen. Und dann wird Emily uns zeigen, wie man hier quasi in dieser Welt klarkommt. Und ich glaube, dass sie ihn auch jetzt ja, nach Hause schicken wird, weil sie das irgendwie ein bisschen unangemessen fand von ihm. Die beiden bilden jetzt mal eine Runde. Aktion, hier, zur Runde hinzufügen und dann werden sie einfach mal, ja, zusammen hier hingehen. Und, Emily zeigt ihr das dann quasi so, hier, schau mal, hier solche Erdhügel, ja, sie hat einfach schon wieder gefurzt. Solche Erdhügel hier, die kannst du ausgraben und, manchmal bekommt man dann etwas Gutes, zum Beispiel... Ich habe hier jetzt ein Fossil gefunden und ich werde es jetzt mal extrahieren. Und wir bekommen eine Sim-Hand. Wie geil ist das denn? Und ich würde sagen, wir verkaufen das jetzt erst einmal direkt. Wobei, eigentlich war es dumm. Weil das war ja das, was sie gefunden hat. Ne? Ich mach's wieder weg. Okay, wir haben wieder kein Geld. Ilja ist super müde, Leute. Wie soll sie denn da irgendwie irgendwas zustande bekommen? Oh mein Gott, hier ist ja noch ein Hund. Loma, eine Streunerin, die ist ja auch toll. Oh mein Gott, okay, wir stellen uns freundlich vor. Oh mein Gott, so ein süßer Hund. Hier sind noch mehr gekommen. Oh,
Ich adoptiere einfach alle Hunde. Oh Gott, das ist ja auch ein toller Hund. Oh, wow. Okay, wir werden reden und kennenlernen. Und ich habe ihr die Erschrocken-Stimmung jetzt wieder weggemacht. Weil ich glaube, jetzt hat sie sich so langsam ja, beruhigt, dass ihr Vater sie hier nicht finden wird. Und genau, deswegen habe ich ihr das jetzt mal entfernt. Oh mein Gott, Leute, wir müssen ganz... Ich schau mal eben, wie viel so ein Zelt kostet. Oh mein Gott. Also das günstigste Zelt kostet 420 Simoleons. Oh mein Gott. Okay, ich habe irgendwie gedacht, das wäre ein bisschen günstiger, aber gut. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mit Ilja hier schon mal schauen. Genau, hier ist nämlich was und das wird sie jetzt einfach mal ausgraben. Ich hoffe, dass sie das jetzt hinkriegt und sie nicht zu müde dafür ist oder beziehungsweise es ihr nicht zu schlecht geht dafür. Wenn sie das gemacht hat, kann sie vielleicht einfach mal hier Bratfisch machen. Hat sie da jetzt was ausgegraben? Ja! Sie hat eine mysteriöse Zeit. Oh mein Gott, 70. Ilja. Oh mein Gott. Okay. Wir verkaufen die mysteriöse Zeitkapsel und das Teil für die Küche. Oh mein Gott, Leute, wir haben schon 160 Simoleons. Oh, ich raste aus. Vielleicht können wir uns auch die zusätzliche Challenge machen, dass Ilja... Ace ist schon wieder da. Er hat ein Foto davon gemacht? Warum? Alles klar. Ich würde sagen, wir bitten ihn auf jeden Fall mal herein. Ilja, dann nimm dir mal bitte hier, ruf mal zum Essen. Dann könnt ihr alle zusammen ein bisschen essen. Oh, und sie ist voll kokett. Oh, ist der schlecht, der Fisch? Schlecht, oh. Ups. Anscheinend hat Ilja nicht so gut gekocht. Aber süß, dass sie jetzt hier sitzen. Und oh mein Gott, schaut mal, wie viel Freundschaft sie schon mit Emily hat. Hä, wow, wie cool ist das denn? Okay, komm, dann geht sie jetzt hier erstmal... Sollen wir eigentlich ein Techtelmechtel machen, Leute? Weil dann kriegt sie vielleicht wieder ein bisschen Spaß, oder? Aber ich weiß nicht, ob sie das tun würde, wenn Emily da ist. Ich glaube, Emily geht mal raus. Emily geht mal raus. Und dann wird Ilja ein bisschen Spaß haben. So, ich hoffe, sie verwenden das jetzt. Wenn nicht, heul ich. Okay, sie brauchen nämlich ein bisschen Spaß. Und das wäre deren erstes Techtelmechtel sogar. Okay, vielleicht ist es egal. Es ist deren erstes Techtelmechtel in der Dusche halt einfach, ne? Warum nicht? Frisch und fröhlich. Wegen Anmachversuch in einer sauberen Umgebung. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Warte, ich brauche Fotos. Schaut sie euch an. Oh, 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 Ilja, Ilja. Oh mein Gott, Leute. Aber auch ein bisschen ungünstig, dass sie jetzt... Oh, Ace, okay, huh, sie haben ein Kondom verwendet. Huh, huh, huh. Ich weiß gar nicht, ist das ihr erstes Techtelmechtel? Oder hatte sie schon eins mit ihm? Ich bin mir gar nicht sicher, Leute. Aber es kam hier nicht die Meldung, holt die Kerzen raus. Sie haben ihr erstes Techtelmechtel. Oh, mit Feuerwerk. Oh mein Gott, die Pipe. Ui, ui, ui. Okay, und was, haben die jetzt kein Mutler davon, wie es war? Okay, anscheinend nicht. Sie sind auf jeden Fall sehr romantisch. Sie ist sehr kokett. Oh Gott, er ist so süß. Och Mann. Oh, sie wird ohnmächtig. Okay. Ich würde sagen, sie wird sich jetzt ein bisschen ausruhen und dann sehen wir uns einfach morgen wieder. Leute, das muss ich euch ganz kurz zeigen. Schaut mal, Loma ist wieder vorbeigekommen und sie hat sich einfach vor Ilja gelegt, vors Bett. Ist das nicht süß? Als wird sie auf sie aufpassen wollen. Oh, ich hab direkt Pipi in den Augen. Oh mein Gott, Leute, schaut euch die Beziehung an. Irgendwas ist gerade passiert. Was ich nicht... Ach, ich glaube, Ilja hat irgendwas Böses gesagt. Sie war nämlich gerade richtig wütend. Und jetzt haben sie hier persönlichen Bruch. Ilja ist ein geselliger Sim. Weshalb ist sie ganz besonders schmerzt, dass ihre Freundschaft mit Emily bröckelt? Es ist schwer, das nicht persönlich zu nehmen. Okay, vielleicht war doch Emily diejenige, die böse war.
Ich weiß es gerade nicht mehr. Auf jeden Fall hatten sie doch so viel Beziehung. Och man. Emily, jetzt hör mal auf damit. Entschuldige dich mal bitte. Hier, entschuldige dich. Okay, Gott sei Dank. Jetzt haben wir es einigermaßen geregelt. So, die beiden werden sich jetzt aber mal hierhin auf den Weg machen. Denn Emily hat ihr natürlich noch einiges, ja, zu zeigen. Und Emily wird ihr dann jetzt sagen, dass man hier in solchen Baumstämmen halt Frösche findet. Warum pupst sie eigentlich so viel? Und genau das wird Ilja tun. Sie sucht jetzt hier mal nach Fröschen. Und dann wird sie jetzt hier auch nochmal graben. Denn Emily wird ja auch gesagt haben, hey, schau mal, hier ist so ein Stein, da kannst du dann graben. Und wenn du Glück hast, findest du was Cooles da drin. Hier liegt ein Geschenk. Ilja, öffne das mal. Ein Spielball? Ja, ein Spiel. Oh mein Gott, und sie hat eine Schatzkarte gefunden. Was muss ich denn damit machen eigentlich? So, den Frosch werden wir aber behalten, damit wir mit dem züchten können. Und Ilja wird sich dann jetzt hier einfach noch ein bisschen weiter auf die Suche nach Sachen machen, wo sie graben kann. Wir begleiten Ilja dabei, wie sie hier weiter gräbt. Haben wir hier Glück und hier liegt ein Geschenk. Oh mein Gott, hier liegt wirklich ein Geschenk. Oh mein Gott, wir haben so Glück. So, dann kann sie hier nochmal graben. Oh, haben wir noch ein Plüschi-Ding bekommen? Haben wir zwei Sachen bekommen? Und wo haben wir das jetzt her? Das Fossil. Wir werden das mal extrahieren. Hier laufen übrigens auch voll viele Kinder rum. Müssen die nicht zur Arbeit? Oh, nice. Wir haben hier so Teile bekommen. Die verkaufen wir jetzt mal. Oh mein Gott, 100 Simoleons! Was? Geil. Oh, hier ist ein Geschenk. Das öffnen wir jetzt mal. Geiles Schnitzel. Oh, und wir können hier hochgehen. Hier gibt es auch noch was zum Graben. Oh, hier war noch ein Plüschiball drin. Ich würde sagen, dann verkaufen wir den. Ilja, geh mal hier hochgraben, bitte. Und was wächst hier? Ein Kirschbaum. Wow, wie schön. Schaut mal, ist auch voll der schöne Ausblick hier oben, ne? Wie toll. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Frosch. Und wir haben schon wieder ein Fossil bekommen. Wir werden das mal extrahieren. Und gewaltiger Trilobit? Oh, 40 Simoleons. Leute, das geht ja richtig schnell. Gleich haben wir unser Zelt schon. Mega geil, oder? Wir gehen mal hier runter und werden hier noch ein bisschen graben. Und hier graben. Wir haben nochmal zwei gewöhnliche Tuning-Teile bekommen. Die verkaufen wir auch. Dann kannst du hier auch graben. Und warum ist sie traurig? Sinn des Lebens wegen unerfüllten Träumen. Och, Girl. Was möchtest du denn? Kunststück betrachten. Oh. Girlie, ich glaube, du kannst momentan nicht in eine Kunstgalerie gehen oder sowas. Und hier können wir auch graben. Okay, ich glaube, wir haben jetzt das meiste abgegrast. Oh mein Gott, alles ernten. Ich hätte nicht gedacht, dass hier was wächst. Wie cool ist das denn? Okay, wir verkaufen die gewöhnlichen Tuning-Teile wieder. Oh mein Gott, Leute, wir haben einfach schon 360 Simoleons. Ist das nicht geil? Aber sie stinkt voll und sie braucht Spaß. Ups. Und wir haben eine Zeitkapsel gefunden. Yes! Wir werden sie mal öffnen. Hier liegt immer noch, Emily. Oh mein Gott, deren Leiste ist ja sogar rot. Was ist denn da passiert? Was? Die sollten doch beste Freundinnen werden. Mann! Kann sie es nicht ernten? Ah doch, okay. Sie hat es, glaube ich, geerntet, ne? Oh mein Gott, wir können hier das verkaufen. Das ist ja geil. Warte, was stand denn hier? Sieht so aus, als gäbe es im Moment nichts zu ernten. Hat uns das jemand geklaut? Ach so, sie fühlt sich zu unwohl dafür. Toll. Bis jetzt habe ich auch hier unseren Vater noch nicht gesehen. Also vielleicht war es tatsächlich eine ganz gute Idee, umzuziehen. Emily geht es jetzt gerade ganz gut. Sie wird das jetzt einfach hier mal ernten. Und wird das Ilja gleich geben. Und Ilja ist jetzt eine Fünfer-Oberschülerin. Sie wird Ilja jetzt hier einfach mal die Blumen geben. Und ich glaube, wir werden dann... Ach, guck mal, hier gibt es auch noch was zum Graben. Wir werden dann uns dann jetzt mal wieder auf den Weg, ja, zurück machen, sag ich mal. Ilja wird auf ihrem Weg aber noch ein bisschen graben. So, grab das auch mal aus. Und sie wird sich dann jetzt schon mal nach Hause begeben. Nimm dir einfach mal eine schnelle Mahlzeit. Und Ilja gräbt hier die Sachen noch aus. So, weil ich will auf jeden Fall, dass wir uns dann für heute... Also, dass wir das halt heute abschließen. Okay, wir haben zwei gewöhnliche Tuning-Teile bekommen. Die verkaufe ich jetzt. Und drei Zeitkapseln. Wir werden sie jetzt alle öffnen. Alles klar, wir haben zwei... Oh mein Gott, 130 Simoleons. Und 25. Ja, okay, schade.
Und Leute, wir haben einfach unser Geld für unser Zelt. Oh mein Gott, yes. Okay, geh mal schnell nach Hause, damit du dich um dich kümmern kannst. Ich habe mal gerade geguckt, wo Ilja denn überhaupt hinziehen könnte, wo es so abgelegen ist wie hier, also auch nach anderen Welten. Also weil hier in Brindleton Bay gibt es zum Beispiel gar nichts. Deswegen habe ich mich jetzt dazu entschieden, dass Emily quasi angeboten hat, auf das Grundstück hier unten zu ziehen mit ihrem Wohnwagen. Sie hat dann einen befreundeten Freund, der dann ein Auto hat und der ihr dann hilft, den Wohnwagen eben darunter zu fahren. Und Ilja wird dieses Grundstück dann hier übernehmen, weil es gibt halt, wie gesagt, kein anderes Grundstück, was so schön abgelegen ist wie das hier. Und somit gibt es halt auch keins, was sich besser für diese Challenge eignet. Ihr könnt mir dazu auf jeden Fall gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ich bin da sehr gespannt auf eure Meinung. Also vielleicht habt ihr auch eine Idee, was es für ein Ding zwischen Ilja und Emily hier ist. Weil erst haben die sich ja total gut verstanden und jetzt hassen die sich? Warum? Ich weiß auch nicht, ob das vielleicht irgendwie so ein Ding ist. Also ob die beiden vielleicht auch vielleicht mal zusammenkommen. Also ich weiß nicht, irgendwie habe ich da so Vibes bei den beiden. Aber da könnt ihr mir auf jeden Fall auch eure Meinung zu sagen. Wie oder was ihr da so spürt bei den beiden. Bin ich sehr gespannt. Ich werde den Part an der Stelle jetzt aber erst einmal beenden. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Lasst gerne einen Kommentar da und auch ein Däumchen nach oben. Und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht das jetzt. Und ich sag bis zum nächsten Mal. Tschüss!